da noch schuldig. Der Carsten Hößbach im Siegestaumeln. Nach dem Triumph über den Erzrivalen Goldbach am vergangenen Wochenende konnte sich das Team um Co-Trainer Rifat Yıldız erneut in einem Derby durchsetzen. Wenn wir die Rückkämpfe dann verlieren, können wir immer noch sagen, ja, 1:1. Mit 17:14,5 schickten die Hößbacher vor heimischem Publikum die junge Truppe aus Kleinostheim nach Hause. Doch die Hausherren in den roten Trikots taten sich schwer. In der Klasse bis 130 Kilo musste Klaus Roth unerwartet 2,5 Mannschaftspunkte abgeben. Gegen den Schweden Helge Hallig blieb er ohne Chance. Im Schwergewicht haben wir nicht so viel Punktabgabe gerechnet. Ich habe gewusst, dass der Kampf knapp ausgeht. Aber so deutlich für Gunsten der Kleinostheimer geht, war nicht erwartet. Und beim Mario Gattner der Kampf noch, also war Sieg geplant. Im Fliegengewicht konnte der Kleinostheimer Christian Kotschner überzeugen. Nach nur 3 Minuten setzte er sich gegen den erst 14-jährigen Daniel Hugo durch. Als technisch überlegener Punktsieger ging er von der Matte. Frühzeitig seine Tasche packen durfte auch der Hößbacher Jens Gensler. Nach 2 Minuten wurde er von dem 11 Kilo schweren Andreas Appler geschultert. Gensler sprang für den verletzten Volkan Zetkaya ein. Eine hervorragende Leistung bot auch der Junior Tobias Jung hier in Blau. In der Gewichtsklasse bis 74 Kilo im freien Stil konnte er mit dem Routinier Kadia Baracic gut mitringen. Der Kleinostheimer musste nur 2 Wertungen gegen den hochfavorisierten Hößbacher abgeben. Alexander Hoffbeck im blauen Dress hatte ebenfalls Grund zur Freude. Er konnte sich gegen den Hößbacher Neuzugang Mario Gattner behaupten. In dieser Szene hätte Hoffbeck den Kampf per Schultersieg eigentlich schon für sich entscheiden müssen. Doch der Schiedsrichter war anderer Meinung. Trainer Frank Rauscher stinksauer. Jo, der hat mich überrascht, hat eine 3, macht 3 Punkte aufzuholen, wenn er passiv ist oder wenn man mal kompakt steht, ist es sehr, sehr schwierig. Und das hat er gewusst und ist kein Risiko eingegangen. Und war eigentlich taktisch eine sehr gute Leistung gewesen, muss ich sagen. Dennoch, trotz aller Einzelleistungen hat es für die sympathischen Jungs aus Kleinostheim diesmal nicht gereicht. Wenn man 5 Einzelkämpfe gewinnt und wir hatten einen Sieg in so greifbarer Nähe, dann will man schon gewinnen. Dann tröstet mich das auch nicht, wenn wir jetzt 17:14,5 verlieren. Gut, man hat gezeigt, die Jungs kommen, es werden immer stärker und jetzt schauen wir mal weiter. Weiter kämpfen möchte auch Adrian Patalong bald wieder. Der 17-jährige Kleinostheimer zog sich am Wochenende zuvor eine Rückenverletzung zu und musste daher kampflos aufgeben. Die Behandlungen sind noch nicht ganz abgeschlossen und solange die Ärzte noch kein grünes Licht geben, dann gehen wir kein Risiko ein. Mit ausschlaggebend für die Niederlage der Gäste war jedoch der Fight zwischen Christoph Appler in Blau und André Barton. Appler musste nach einer 2:0-Führung 4 Mannschaftspunkte verletzungsbedingt abgeben. Ja gut, ich habe da unten gelegen, mein Bein und auch der Rippe noch ein bisschen bin ich noch verletzt. Und dadurch, dass ich in einer gefährlichen Lage war, habe ich die Hand gehoben und das ist dann automatisch ein Schultersieg. Sein Trainer Frank Rauscher kann ihm trotz dieser etwas kopflosen Aktion nicht böse sein. Appler habe in den letzten Kämpfen sehr gute Leistungen geboten, so Rauscher. Die hohen Siege von Rifat und Harun Yıldız besiegelten letztendlich die bittere Niederlage für die Gäste. Dennoch, auf eine solche Leistung können die Kleinostheimer aufbauen. Ja, wir haben wieder 6 Leute ohne 16 drin gehabt, ein 18-Jähriger und da denke ich, da muss man drauf aufbauen können. Und das sollten sie auch. Die nächsten Gegner für Kleinostheim heißen Heusweiler und Hüttigweiler.